Niemand weiß, dass man CJs Grab in GTA 5 ganz einfach finden und ausgraben kann. Dafür brauchst du aber natürlich erstmal eine Schaufel und die bekommst du hier bei diesem Ort. Und wenn du auch wirklich bereit für das Ganze bist, dann kommst du zu dieser Location, denn dort befindet sich das Grab. Wenn du dann hier angekommen bist, kannst du das Grab auch schon sehen, dann musst du dir nur noch deine Schaufel nehmen und dann kannst du anfangen, das Grab auszugraben. Dann bekommt man noch eine kleine Cutscene und dann sehen wir einfach den übergebliebenen Körper von CJ. Das könnt ihr euch alle angucken, wenn ihr zu dieser Location kommt. Und wenn wir da mal die Taschenlampe anmachen und reinschauen, sehen wir, es ist wirklich CJ. Dann können wir hier auch noch Schlüssel finden. Die können wir einsammeln, wenn wir in das Grab reingehen. Und dort sehen wir einfach unseren CJ, dem es gerade einfach nicht so gut geht. Die Frage ist aber, wofür diese Schlüssel sind, die wir im Grab von CJ ausgegraben haben. Falls einer von euch weiß, für was diese Schlüssel sein könnten, dann schreibt das in die Kommentare.